Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir sehen hier den schwarzen Turm. Waren wir auch schon mit der Wandergruppe? No. Wenn er scharf stellt, bitte scharf stellen. Einmal schwarzer Turm. Mag er nicht, aber man kann es von der Silhouette erkennen. Und vor uns liegt die Burgruine Mödling. Wir hoppeln da mal kurz rauf. Wie wir beim letzten Mal oben waren, war doch sehr viel Betrieb und ich konnte euch das nicht so deutlich zeigen wie jetzt. Ja, es ist immer wieder bewundernswert, wie die da hier raufgekommen sind. Wenn die da, ich weiß nicht, damals die Spaghetti-Soße vergessen haben, dann wurde der Chauffeur wieder runtergeschickt und naja, schwere Zeiten. Sehr schönes Wetter heute. Wir sehen hier wieder in Richtung Aquädukt, Ottmarkirche und dann hier ist, glaube ich, die, wie heißt die, Lindenhöhe. Dahinter ist dann das Bockerl und hier ist dann eben dieser Kammweg in Richtung Husarentempel. Ja, hier muss die Küche gewesen sein oder was auch immer. Und hier vor uns ist die Burg. Ich hoffe, es ist niemand drinnen, dass wir hier ungestört filmen können. Mit einer traumhaften Kulisse hinunter Richtung Meiereiwiese, traumhafter Ausblick. Hier vorne sollte dann im Hintergrund die Autobahn verlaufen, die A23, wir sehen sie schon hier. Aber aufgrund der Lärmschutzwände hört man tatsächlich wesentlich weniger. Gut, und jetzt geht's hinein in die Burg. Auf geht's. Schauen wir mal. Hoffentlich ist keiner da. Wahrscheinlich wurde früher ein Aufzug verwendet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man über diese Stiegen gerne gegangen ist. Weil nicht nur, dass sie ungleich hoch sind, so sind sie auch unangenehm, aber auf jeden Fall schöne Aussicht hier vom Balkon. Sehr schöner Ausblick Richtung Tiefebene und man sieht dann in Richtung Slowakei auch hier sehr schöner Ausblick. Und jetzt geht es eben hinein in die Burg Mödling, wo auch der Walter von der Vogelweide residiert haben soll, irgendwann im Jahre 1219 bis 1220, ist auch schon eine Zeit lang her. So, hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Das war wahrscheinlich der Prunksaal, der Festsaal. Oder es war hier nur der Bergfried. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Fensterrahmen. Ich weiß nicht, welche Firma damals hier die Fenster installiert hat, aber es war sicherlich eine aufwendige Arbeit. Hier im Hintergrund sehen wir wieder den Husarentempel, wird es aber heute nicht hinaufgehen. Und hier sieht man sehr schön die Landschaft hier unten, das kann nur die Hinterbrühl sein und dort oben ist halt Hochleiten bzw. dann Gießhübel. Ja, das ist die Kirche Hochleiten. Ja, da war mal ein Jungarbeiterdorf, das ist alles natürlich abgerissen worden, weil wo kämen wir denn dahin, dass es noch wunderschöne Häuser aus den 20er, 30er Jahren geben darf.
Ja, und das hier oben ist, glaube ich, der Rücken, unterhalb dem sich die Seegrotte befindet, wenn ich richtig informiert bin. Gut, wir haben schon 5 Minuten, beachtliche Länge bei dem Video, meine Hände frieren ab, aber jetzt ist der schwarze Turm fällig, weil hier sind keine Zweige dazwischen, welche uns den Blick trüben könnten. Dort war ich gestern vor 2 Tagen. Naja. Ich weiß, jetzt kommen sicher wieder die Anfragen, wo ist der Eichkogel, weil der ist ja auf jedem Video drauf. Ich muss mich leider entschuldigen, heute kein Eichkogel. In dem Sinne, vielleicht noch ein Video. Ende.